verheiratete Frauen, dass man mit Ehering mindestens genauso schön sein kann wie ohne. Damen. Aus ganz Deutschland haben sich Ehefrauen eingefunden, die heute um den Titel der Mrs. Arabella 96 konkurrieren möchten. Aus gutem Grund. Es geht nicht nur um diesen Titel, es geht gleichzeitig auch um den Titel der Mrs. Germany 1996 und um eine zweiwöchige Karibik-Kreuzfahrt. Deswegen müssen wir allen Damen einfach gleich stark die Daumen halten. Dankeschön für euren Zuspruch. Und ich würde sagen, wir begrüßen Sie jetzt mit der Startnummer 1, Silvia aus Frankfurt. Schöne Frau, aber leider für die Männer vor dem Bildschirm tabu, denn sie ist verheiratet. Seit wann? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr jetzt. Kannst du dich ein bisschen vorstellen? Ja klar. Bitte. Ich bin die Silvia Anthony aus Frankfurt, bin 26 Jahre alt und seit 3 Jahren selbstständig tätig im Bereich Kommunikation und Marketing. Dankeschön, Silvia. Bitte. Mit der Startnummer 2, Evelyn aus Siegen. Nicht. Ich sehe nur so boshaft aus. Ja. Ich frage dich jetzt auch gleich, was gibt es zu deiner Person alles zu berichten? Ich heiße Evelyn Krüger, komme aus Siegen, bin 37 Jahre alt und seit 4 Jahren Wirtin. Seit 4 Jahren? Von einem Jahren. Restaurant. Aha. Kochst du auch selber? Bist du eine, die Nein, Spaghetti ist mein Lebensgefährte. Oh, ein Mann, der kochen kann. Ja, sehr, sehr gut. Sympathisch. Ah, ja, das wäre einer für mich, aber der ist ja leider nun schon hier vergeben. Dankeschön, Evelyn. Mit der Startnummer 3, Melanie aus Berlin. Melanie aus Berlin, das wissen wir. Was wissen wir noch nicht? Ich bin 21 Jahre alt, bin Hausfrau und Mutter. Ich habe einen Sohn, der ist 1,5 Jahre alt. Und ja, wenig Freizeit habe ich, ist klar, mit dem Sohn. Und sonst singe ich ganz gerne und tanze. Mhm. Mit der Startnummer 4, Mandy aus Leinburg. Den Bund fürs Leben gesprochen, Mandy. Vor 4 Jahren habe ich geheiratet. Und du bereust es bis zum heutigen Tag, hoffe ich doch nicht. Auf keinen Fall. Das ist mein Traummann und ich bin sehr, sehr glücklich mit ihm. Eine große Liebeserklärung? Auf jeden Fall. Ich möchte den Gerd ganz lieb grüßen und ich liebe dich wahnsinnig doll. Und sie hat Herzchen in den Augen, kann man fast sagen an dieser Stelle. Kommst du vor lauter Liebe denn überhaupt noch zum Arbeiten? Oh ja, da findet sich schon ein bisschen Zeit, auf jeden Fall. Und was machst du? Ich bin gelernte Hotelfachfrau, habe in den letzten Jahren als Verwaltungsangestellte gearbeitet, habe noch eine Ausbildung als Kosmetikerin gemacht. Bist ein Allround-Talent. Und arbeite jetzt nebenbei noch als Model. Ich ziehe den Hut. Dankeschön, Mandy. Danke. Start Nummer 5 gehört Sarena. Und Sarena kommt aus Freiburg. Diejenige, die vor der Sendung gefragt hat, müssen wir denn dann alles alleine machen, habe ich gesagt, nein, ist schon so, dass ich euch auch Fragen stelle. Ja. Nur jetzt hätte ich doch eine Bitte, stell dich doch kurz selber vor, bitte. Also ich bin die Sarena Memic aus Freiburg und arbeite als Kundenberaterin. Kundenberaterin? Ja. Mhm. Und seit wann bist du einem Mann zugehörig? Seit einem halben Jahr. Seit einem, da kann man ja fast noch gratulieren. Ja. Dankeschön, Sarena. Danke. Start Nummer 6 gehört Tanja aus Linz am Bodensee. Bitte schön, was machst du beruflich? Vollzeit Hausfrau und Mutter. Ah, das ist ein anstrengender Richtig, Job, genau. Aber auch ein sehr schöner. Anstrengend, schön, unterbezahlt.
Was hast du denn früher gemacht? Früher Einzelhandelskauffrau gelernt und für eine große Münchner Firma auch gearbeitet. Aha. Dankeschön, Tanja. Start Nummer 7, Jutta aus Langenhagen. Bitte schön, ein paar Worte zu deiner Person. Ich bin Jutta aus Langenhagen, 29 Jahre alt, verheiratet seit 8 Jahren, 2 Kinder. Ja. Dankeschön. Start Nummer 8 gehört Simone aus Königsbach. Grüß dich, Simone, und wie weiter? Und was weiter? Ich heiße Simone Köhler, komme aus Königsbach in der Nähe von Pforzheim. Wussten wir alle. Ja, bin 25 Jahre alt und zurzeit auf Jobsuche. Ich habe das Referendariat gemacht, Lehramt studiert und leider arbeitslos. Wahnsinn, also nach der Ausbildung eigentlich ja. Ein bisschen traurig. Aber wenigstens guten Background kriegst du wahrscheinlich von deinem Mann. Seit wann bist du in festen Händen? Seit 3,5 Jahren bin ich verheiratet, in festen Händen seit 9 jetzt fast. Immer mit dem gleichen? Ja. Naja, ich frage mal nach. Habe ich immer noch lieb. Ja. Okay, dann reicht das fürs Erste. Ja. Kann sich erstmal wieder erholen. Danke. Der erste Auftritt ist immer das Schlimmste, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und hol jetzt einfach mit der Startnummer 9 Marion aus München hier ins Studio. Grüne Seite und stell dich bitte vor. Ja, hallo, ich bin die Marion Hackemann, ich bin 29 Jahre alt, bin eigentlich Grafikdesignerin, aber jetzt seit 1,5 Jahren auch Hausfrau und Mutter von einem ganz süßen Sohn. Den habe ich schon kennengelernt, ja. Das ist der hinter den Kulissen das Studio verwüstet. Genau, genau. Ja, und bin seit 3 Jahren verheiratet. Genau, den Mann habe ich auch dazu kennengelernt, der versucht den kleinen Poltergeist zu zähmen. Richtig, richtig. Was ihm allerdings nicht so ganz gelingt. Okay, vielen Dank, Marion. Marion und Familie haben Sie gerade kennengelernt. Nummer 10 gehört Ingrid, auch aus München. Ausgezeichnet, Ingrid, trau dich ruhig näher und blick mir tief in die Augen. Ich weiß, es kann ja nichts passieren, denn du stehst auf Männer, ich übrigens auch, und bist sowieso verheiratet, ich nicht. So, mehr wissen wir aber noch nicht, Ingrid. Was gibt es sonst noch zu sagen zu deiner Person? Ich bin seit einem Jahr verheiratet. Ja. Ich bin 21 Jahre jung, ich habe einen Sohn, der ist ein Jahr alt, also am 3. September Jahr geworden. Mhm. Ich bin von Beruf Fotolaborantin, aber zurzeit Hausfrau. Dankeschön, Ingrid. Danke. Start Nummer 11 hat Susanne aus Nordheim. Netterweise hier gleich im Arabella Orange eingekleidet. Wir gucken, ob das Bonuspunkte bringt bei der Jury. Zuerst natürlich erstmal bitte vorstellen. Also ich bin Susanne, 26 Jahre alt, aus Nordheim und vorwiegend Mutter im Moment von 2 kleinen Kindern und habe damit ein sehr ausgefülltes und aufregendes Leben, kann ich mir vorstellen. Dankeschön. Mit der Startnummer 12, Elke aus Esting. Bitte schön, noch ein paar Worte. Ich heiße Elke Wachinger, wohne in Esting. Ich habe 8 Jahre Altenpflege gemacht und bin jetzt Hausfrau und Mutter von 2 Kindern, 8 und 1,5 Jahre. Machst dafür aber einen sehr ruhigen Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil die Rabauken, denke ich mir, können so ziemlich an den Nerven ziehen. Ja, die sind schon recht lebhaft. Muss ich jetzt auch nicht weiter verausgaben hier in der Sendung. Erstmal machst du gemütlich, würde ich sagen, auf dieser Seite, Elke. Sie haben jetzt die 12 Kandidatinnen kennengelernt, ebenso unsere Jury.
Die wird die erste Wertung vollführen, jetzt in der nächsten Pause. Und wir werden gleich alle 12 Kandidatinnen, die Anwärterinnen auf den Mrs. Arabella 96 Titel und auf den Mrs. Germany 96 Titel und natürlich die Anwärterinnen auf die Karibik-Kreuzfahrt gleich nochmal in der zweiten Runde wiedersehen. Alle Damen dann im Badeanzug. Auf diesen Anblick dürfen wir uns freuen. Anzug hinter den Studiotüren lauern. Wir gucken, wie sie sich im Badeanzug machen. Mit der Startnummer 1. Silvia aus Frankfurt. Mit der Startnummer 2, Evelyn aus Siegen. Nummer 3, Melanie aus Berlin. Mit der Nummer 4, Mandy aus Leinburg. Nicht enden wollen, kann ich dazu nur sagen. Mit der Nummer 5, Sarina aus Freiburg. Mit der Startnummer 6, Tanja aus Linz am Bodensee. Nummer 7 trägt Jutta aus Langenhagen. Und die Startnummer 8 trägt uns Simone aus Königsbach. Königsbach, direkt hierher. Mit der Startnummer 9, Marion aus München. Startnummer 10 gehört Ingrid auch aus München. Nummer 11 hat Susanne aus Nordheim. Susanne strahlt über das ganze Gesicht. Elke aus Esting mit der Startnummer 12 hoffentlich auch. Kandidatinnen hier in trauter Eintracht im Studio versammelt, aber bei uns ist es ein bisschen wie bei Highlander, es kann nur einen bzw. nur eine geben. Vorerst werden, ich fürchte, vier Damen ausscheiden, denn die Jury hat die erste Entscheidung schon getroffen. Und damit das Ausscheiden nicht ganz so schwer fällt und das Weiterkommen ein ganz besonderes freut, habe ich mir einen ziemlich schnuckeligen Assistenten an die Seite gestellt. Michael, komm mal rüber. Auch Michael kriegt einen Applaus. Michael, der Mann mit Blumen und Herzen. Vorab müssen wir sagen, ich glaube, die Blumen sind fürs Ausgeschieden. Ja, die Blumen sind fürs Ausgeschieden sein, weil die sind ja schöner als die Herzen. Aber gewonnen haben eh alle, weil sie heute schon da sind.
und so viel Mut bewiesen haben. Das stimmt allemal. Also die Herzen, das sind die Damen, die weiterkommen. Die Damen mit den Rosen sind leider ausgeschieden, haben aber nicht verloren. Ganz wichtig zu betonen, dann lasse ich dich erstmal arbeiten, bitte. Ja, die erste ist die Silvia. Und die Silvia bekommt leider ein Herz. Später. Die nächste, das ist die Melanie. Du bekommst eine Rose, aber auch ein Kuss. Sarina, ein Herz. Ja, Jutta, auch ein Herz. Ja, die Marion, die Rose will nicht. Gut, dann nehme ich das Herz. Michael, ich gebe dir mal hier stellvertretend noch das Mikro in die Hand. Kannst du das alles handeln oder soll ich hier einfach dir die Herzen abnehmen? Genau, das ist prima. Die nächste ist die Evelyn. Und Evelyn bekommt ein Herz. Mandy, auch ein Herz. Aha. Herz. Das heißt, drei müssen vier jetzt Kandidaten noch ausscheiden. Und ein Herz. Oh Gott, ja. Wo Herz, wo Rose? Also Rosen liebe ich heiß, aber dem... Dann nehme ich mal eine Rose und gebe die mal der Simone. Aber ich gebe dir auch einen Kuss. Simone hätte gern noch einen Kuss. Noch einen Kuss. Ingrid, auch für dich eine Rose. Jetzt haben wir noch von jedem eins übrig und ich gebe der Elke die Rose. Als kleines Rotpflaster wenigstens ein Küsschen. Ja, dann glaube ich, kann ich jetzt hiermit genau wieder meine Rolle übernehmen der Moderation und sagen, das Herz ist in wunderbar deinen Händen. Danke sehr. Oh. Schrecklich. Also sowas tut mir immer in der Seele weh. Ich brauche allerdings mein Mikro. Dankeschön, Günther. Denn ich fange jetzt mal mit den Damen an, die natürlich weitergekommen sind. Wir müssen jetzt euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Die Jury muss sich ja weiterhin auch ein Bild machen. Vielleicht kannst du, Silvia, ein bisschen was noch zu deinem Charakter, zu deiner Persönlichkeit sagen. Ja, ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch, habe gerne mit anderen Leuten zu tun. Meine große Leidenschaft ist die Schauspielerei. Hast du schon mal irgendwo Theater gespielt? Theater nicht, Film, Kleinigkeiten, nicht der Rede wert. Ich warte noch drauf, dass irgendeiner kommt und sagt, genau. Also jemand, der jetzt anruft und ernste Angebote hat, darf die Liebe gern bei uns deponieren. Wir dürfen sie weitergeben. Immer, ja. Also ja, ich nehme auch gerade Schauspielunterricht. Mhm. Und hoffe, dass ich irgendwann mal in die Richtung was machen kann. Gut, also sollte das nicht so ganz klappen jetzt mit dem Titel heute, kann ich wenigstens in anderer Hinsicht genau die Daumen drücken. Sarina, was hast du denn noch so für Pläne? Was erwartest du denn noch vom Leben? Was wäre dein größter Traum? Mein größter Traum wäre, ein Jahr durch Amerika zu reisen, ganz alleine. Oder halt mit meinem Ehemann, aber sonst mit niemand. Einfach von Stadt zu Stadt, ohne irgendwie Arbeitszeit und Uhrzeit an irgendwas zu denken. Und mit einem schönen Taschengeld. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre optimal. Gut, das haben wir natürlich hier ja, jetzt klar, als Preis nicht auf Lager, aber Karibik-Kreuzfahrt ist ja auch nicht gerade das Schlechteste, was einem passieren kann. Wahrscheinlich würde sich Jutta auch liebend gerne drum, sag ich mal, bewerben, nur das liegt in den Händen der Jury. Was bist du denn so für ein Typ? Eine quirlige oder eher eine ruhigere? Mehr quirlig, durch zwei Kinder, ne? Mhm. Die machen mich quirlig. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Nee. Und dann noch der Hund. Marion, wie ist das bei dir? Zukunft? Traum? Schauspielerei hatten wir schon, eine große mein Reise. Mein Traum wäre, nach Sydney zu gehen. Auszuwandern? Nach Sydney, ja. Ist die schönste Stadt auf der Welt, finde ich. Warst du schon mal dort? Zweimal, ja. Aha, ist nur leider so weit weg und ich hänge sehr an meiner Familie, also das wird mich wahrscheinlich zurückhalten. Susanne, vielleicht bist du heute hergekommen, um nette Herren kennenzulernen, Dean hier näher in die Augen zu blicken von BND, ein Mann, der gerne flirtet. Soll ich euch bekannt machen? Susanne, Dean, Susan. Hallo. Ja? Will you marry me? Willst du ihn heiraten? No. That's okay. Already. Alright. Engaged. Einer langt. Und noch mehr. Einer langt schon. Ja. Yeah. Hast du irgendeinen Zukunftstraum, eine Vision, irgendetwas? Ja, also ich hoffe, dass...
ich jetzt irgendwie einen Neubeginn wieder starten kann nach meinen Kindern, dass ich jetzt auch in beruflicher Hinsicht mich mit Kosmetik wieder selbstständig machen kann, ohne größere Probleme zu bekommen mit den Kindern oder vielleicht auch als Fotomodell eine kleine Karriere zu starten. Also den ersten Job würde ich dir sofort geben, wenn es um Kontaktlinsen gehen würde oder um Brillen, denn du hast so wunderschöne Augen, Susanne, dass man sich da drin wirklich verliert in diesen grünen Raubkatzenaugen. Das darf ich mal an dieser Stelle kurz bemerken. Jetzt gehe ich zu den anderen Damen, rückt ein bisschen nach vorne, bitte. Es ist ja nicht so, dass wir euch hier an die Deko klatschen. Tanja, ja. Etwas sollte ich eigentlich, glaube ich, nicht erwähnen, dass wir dir gleich zu Beginn den Spitznamen Linda verpasst haben, einfach weil du so ein bisschen... Du wolltest es nicht erwähnen. Aber jetzt ist es mir gerade so rausgerutscht. Ja, rausgerutscht, alles klar. Weil du so Linda de Mol ein bisschen ähnlich siehst. Das behaupten andere, ich nicht. Oder weniger. Ist das was du überhaupt nicht mehr hören kannst? Nee, eigentlich nicht so gerne. Mhm. Du bist lieber ProSieben treu und gehst nicht fremd bei anderen Sendern. Das werde ich jetzt einfach mal so. Dankeschön, Tanja, ich dringe auch nicht weiter in dich. Gut. Mandy, was gibt es zu dir zu sagen? Traum, Zukunft, irgendwelche Perspektiven? Ja, privat wünsche ich mir eigentlich, dass ich weiterhin sehr glücklich mit meinem Mann zusammenleben kann, dass wir gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste. Und beruflich wünsche ich mir, ich habe mich jetzt momentan für eine neue Stelle beworben in einer psychiatrischen Fachklinik und zwar als Heimleiterin. Ich liebe es, mit kranken Menschen zu arbeiten und ihnen zu helfen. Und wenn es nicht klappen sollte, habe ich mir vorgenommen, mein Abitur nachzumachen. Und ansonsten, alles Weitere ergibt sich. Du steckst sowieso voller Pläne. Ja. Also da muss ich nicht mit irgendwelchen Anregungen kommen. Toll. Evelyn, du bist, glaube ich, die Älteste, die heute mitmacht. Hast du dich selber beworben oder hat dein Mann da irgendwie gesagt, meine selber. Evelyn, das ist einfach sowieso die Beste? Er wusste nichts davon. Aha, selber. Wie fühlst du dich jetzt hier in der Runde, gerade die Badeanzugsrunde? Ich meine nicht, dass du dich jetzt beklagen könntest, ganz im Gegenteil. Ganz gut. Nur die Badeanzugrunde ist für die meisten Damen so ein bisschen die Bammelige. Ich bin froh, dass ich weitergekommen bin. Das ist schon mal ganz gut. Okay, also die zweite Runde habt ihr sowieso alle jetzt erstmal absolviert, obwohl die Jury gerade gewertet hat. Und jetzt muss ich nochmal zur Jury kommen oder überhaupt erstmal vielleicht mit Susanne anfangen. Ich weiß ja, dass du wahrscheinlich so ein bisschen nachvollziehen kannst, auch wie sich die Damen fühlen, weil du selber gemodelt hast. Klar. Auch schon mal im Bikini-Badeanzug? Nee, zum Glück noch nie. Nee, noch nie. Hätte ich aber auch großen Bammel davor. Also das finde ich echt erstaunlich, da so die Treppe runterzukommen. Ich ziehe sowieso immer den Hut. Also ich selber bin froh, dass ich hier moderiere und nicht mitmache. Mit dem Handtuch an den Strand und Handtuch weg und dann wieder Handtuch drum und wieder zurück. Du warst früher, und das glaubt man nicht, wenn man dich jetzt so von der Figur her auch kennt, Model für Übergrößen. Stimmt, ja. Warst du so pummelig? Na, so pummelig nicht, aber pummeliger, ja. Ich musste immer die Fotos machen mit dem Stück Sahnetorte in der Hand. Was heißt, müssen ist ja eigentlich das ziemlich klasse. Angenehm, ja, denke ich mir. Ich war so eines der wenigen Models, die das durfte. Mhm. Viola, du bist ja die Miss Molly, 96 geworden. Lässt du die Sahnekuchen schmecken? Ich übrigens auch. Warum nicht? Wie ging es dir denn, als du nach Hause gekommen bist und die Queen warst? Ja, ich wurde erstmal total glücklich begrüßt von allen und ich konnte aber nicht mehr feiern, weil ich erstmal tot ins Bett gefallen bin. Ich war so fertig. Die ganze Anstrengung, ja, genau. Und dann die Freude wahrscheinlich. Genau, gepaart. Und dann freitags wurde ja die Sendung ausgestrahlt. Da hatten wir eine große Fete zu Hause gehabt, alle Freunde waren da, schön gefeiert. Und am Abend, glaube ich, haben dich gleich alle erkannt. Und dann sind wir abends in eine Disco gegangen, wurde ich direkt angesprochen. Ein paar Mal, ja, du warst im Fernsehen, komm, wir trinken direkt einen Sekt und so. Oh, es war schön. Schöne Erinnerung. Ja, doch. Ich habe auch schon im Familienalbum geblättert heute vor der Sendung, habe die ganzen Fotos gesehen. Es ist wirklich eine schöne Erinnerung. Eine Erinnerung, die Sandra mit dir teilen kann, denn sie war nicht die Miss Molly, sondern die Miss Arabella. Ich habe vorher gerade gesagt, du bist noch dünner geworden. Das hat mich nicht getäuscht, sondern du hast jetzt noch abgenommen. Warum das? Da eine Agentur meinte, ich soll um die 7 Kilo noch abnehmen und das war mir dann doch zu viel. Also habe ich nur 4 abgenommen und fühle mich jetzt viel wohler und... Hast du vielleicht jetzt als Profi auch noch einen Tipp für diejenigen, die das erste Mal in der Jury sitzen? Also für die Jungs zum Beispiel, die gucken wahrscheinlich hier nach bestimmten weiblichen Körpermerkmalen. Aber worauf sollte man denn überhaupt auch achten, wenn man jetzt die Kandidatinnen hier genauer unter die Lupe nimmt als Jurymitglied? Also ich finde, am ersten muss man doch darauf achten, wie die Ausstrahlung rüberkommt. Die Figur natürlich auch, aber so dieses Äußere, das Lächeln und das ist halt das, was immer ausschlaggebend ist. Das war auch bei mir ausschlaggebend, weil... Du musst einfach du selber bleiben und darfst nicht denken, oh, jetzt sitze ich vor einer Jury oder vor einem Millionenpublikum. Einfach so bleiben, wie man immer ist und dann schafft man das alles. Also nicht verkrampfen ist ein Tipp jetzt von Sandra. Wir können gleich Celine fragen, was sie für einen Tipp hat, denn Celine ist das frisch gekürte Top Model of the World. Gestern war die Ausscheidung, hat gerade erst gewonnen. Congratulations. Thank you.
Dominikanischen Republik und hat vielleicht eben einen Tipp für die Damen. Do you have an advice for our ladies here? I think the most important in this business is the self-confidence and don't be nervous in the stage. Aha, also einfach selbstbewusst, ruhig, locker, genau seinen Typ vertreten, nur nicht nervös werden, keine Panik kriegen und gepaart mit dem, was Sandra gesagt hat, mit dem richtigen Lächeln, wahrscheinlich absolut das, was einen zum Sieg verhilft. Aber es kann natürlich nur einen geben und Michael, ich fürchte, das ist jetzt der Moment, wo ich dich wieder herein bitte. Oh, und du deines Amtes waltest. Aha, da ist für mich schon meine Info. Okay, gut. Okay, ich fange wieder drüben an bei Silvia. Und diesmal gebe ich dir wieder das Herz. Sarena ist die Nächste und auch du bekommst ein Herz. Ja, Jutta, diesmal leider nur die Rouge. Marion, auch für dich eine Rose. Susanne, Herz. Fange ich unten an, ja. Das ist lieb. Fange ich bei der Tanja diesmal an. Tanja, ein Herz. Danke. Ja, Mandy, was hättest du denn gern? Tja, was hätte ich gern? Ein Herz. Danke. Evelyn, für dich eine Rose. Danke. Ich bin verdient, das Publikum ganz auf Evelyns Seite, aber man steckt eben nicht drin, denn die Jury hat entschieden und hat 5 Finalistinnen auserkoren, die wir gleich im Abendkleid hier im Studio begrüßen werden. Und dann... Mandy. Mit der Startnummer 5, Serena. Nummer 6, Tanja. Und mit der Startnummer 11, Susanne. Finalistinnen, jetzt erstmal, wie geht's euch denn in der allerletzten Runde? Gut. Entspannt? Ja. Was war denn das Schlimmste? Der allererste Durchgang, der zweite wegen des Badeanzugs oder jetzt die dritte, weil man weiß, hier geht's jetzt eigentlich... Gar nichts, das viele warten vorher. Aha, die Wartepausen, wo man schon wahrscheinlich ganz kribbelig ist und sich denkt, wenn nur dieser Tag endlich vorbei wäre. Mandy, eine Frage, die an die Finalistinnen immer gestellt wird bei unseren Wahlen ist, warum wärst du denn die richtige Mrs. Arabella? Das kann man so nicht sagen, dass ich die Richtige wäre. Jede Frau hat ihre Reize und Vorzüge. Die Jury entscheidet und ich lasse mich einfach überraschen. Schöne Antwort. Vor allen Dingen hat eine der... Ich darf gerne klatschen. Vor allen Dingen hat eine der Damen, die schon ausgeschieden sind, gerade hinter der Bühne zu mir gesagt, für unsere Männer sind wir sowieso alles die absoluten Traumfrauen und... Dem kann ich ja nur zustimmen. Aber jetzt, Sarena, von dir hätte ich auch gern gewusst, warum wärst du eventuell die richtige Miss? Ja, also ich bin für meinen Mann die schönste Frau und ich denke, die Miss Germany könnte ich eventuell auch
darstelle. Die Mrs. Germany. Habe ich gesagt. Um diesen Titel geht es. Aha. Genau. So, jetzt hast du auch ein wunderschönes Kleid, wo man derartige Einblicke hat. Ob das jetzt bei der Jury sozusagen den Ausschlag gibt, ich weiß es nicht. Wir haben ja nicht so viele Männer in der Jury, nur zwei und die kommen aus England. Tanja, wie geht's dir denn jetzt in der letzten Runde? Gut. Also schlecht würde ich nicht unbedingt behaupten. Gut. Nee, eigentlich gut. Vielleicht nochmal die gleiche Frage wie an Silvia. Was ist denn die schlimmste Runde oder was ist überhaupt das Schlimmste an dem ganzen Tag? Weil ich weiß, dass ihr vor der Sendung alle sehr aufgeregt wart. Ich weiß nicht, das Schlimmste. Ich glaube, das Publikum, wenn es vorher so ein bisschen Applaus und wenn man weiß, man steht auf der Treppe, jetzt muss ich da rein. Nicht, wenn man drunter geht, aber wenn man dahinter steht. Also und der Moment, warten, genau. Der Moment kurz bevor die Tür aufgeht und man weiß, oh Gott, jetzt gleich mehr. So geht es mir auch. Immer wenn die Sendung anfängt, jeden Tag aufs Neue, von Montag bis Freitag. Und wie geht's dir jetzt? Du strahlst mich aus grünen Augen an. Ja. Gut. Mir geht's gut, ja. Mir geht's gut. Wenn du jetzt noch ein paar Worte an die Jury richten könntest und diese Worte vielleicht irgendetwas bezwecken würden, was würdest du dann sagen? Also ich würde sagen, dass einfach vielleicht nicht nur das Aussehen dazu beiträgt, hier mitzumachen, sondern bestimmt auch die Freude, die das Ganze mit sich bringt. Und ich muss sagen, für meinen Teil hat mir das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Also macht mir noch sehr viel Spaß. Wir versuchen es natürlich den Damen so angenehm wie möglich zu machen und holen dann zum Beispiel auch zwei ganz reizende Männer mit in die Jury, Dean und Mark von der Band BND aus Hi. England. Hi. Fine, very, very fine, thank you. This is a difficult job we have. Your job? Yeah. Why? Because you... Because of all the girls. Because of all the beauty you have here in the studio. They're all very brave as well. Aha, also sagen, es ist gar nicht so einfach, hier in der Jury zu sitzen, gerade als Mann. Die Damen sind alle sehr mutig und vor allen Dingen auch sehr schön und hat man wahrscheinlich Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. What kind of girls do you like? Any. Da? Welche Frauen sozusagen hier diejenigen sind, sagt Marc ganz einfach, alle. Also er kann sich sehr schwer entscheiden. Es ist, BND ist eine Band. Ja, BND, weiß ich eigentlich nicht, wofür die Kürzel stehen. What does it mean, BND? It's like brand new dancers, something like that? No, really? No, it stands for brand new dream. Brand new dream, also yeah. Ganz brandneue, heiße Träume. What are your dreams? Do you want to know? Do you really? wet dreams, or what? Pardon? Nein, Entschuldigung! I'm very sorry. Just kidding. I've read very good critics in the medias. Do you mind that they compare you with the Beatles? No, not at all. They were a very, very good band. They're the best ever, and it's a compliment. But we're not the Beatles. Also BND werden immer wieder verglichen mit den Beatles und die beiden nehmen das überhaupt nicht krumm, freuen sich, weil es ein großes Kompliment ist, aber sagen natürlich, die Beatles kann es nur einmal geben und sie sind einfach BND Brand New Dreams, von denen wir heute, wenn es was zu feiern gibt, und das gibt es am Ende der Sendung, garantiert noch was zu hören bekommen, und zwar No Man's Land. Correct. Ist der Song. Okay. You got it. Dauert ein bisschen, bis wir das zu Ohren kriegen. Vielleicht können wir jetzt erstmal noch von Viola hören. Damals, als du in der letzten Runde warst, da gab es ja den Moment auch, damals bei der Miss Molly-Wahl. Wie war dir dazu, Mute? Och, aufgeregt. Also ich wusste nicht, was kommt, aber das Wichtigste war sowieso, auch wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte, dass ich dabei gewesen bin, das Erlebnis. Das ist einfach unbeschreiblich und unvergesslich. Das kann einem keiner ersetzen und dass man dabei ist, ich sage, das ist das Wichtigste. Also ganz auch das, was Spaß Susanne hat, gesagt genau. Hat, diese Freude an dem ganzen Tag, an den Vorbereitungen. Susanne, hast du vielleicht noch ein paar nette Worte für all diejenigen, die jetzt hinter der Bühne sind und nicht den ersten Platz belegen? Ja, ich glaube, das hast du schon gesagt. Das Wichtigste ist halt, dass man mitmacht. Und alle sind wunderschön, wirklich. Ich fand es wirklich schwierig. Und wir haben uns eben so unterhalten, also ich finde es echt schwierig. Muss ich sagen. Aber ihr habt eine Entscheidung getroffen und wie diese Entscheidung aussieht, kann uns jetzt mein Assistent näher bringen, denn Michael ist der Mann, der sozusagen mir jetzt gerade das Resultat gegeben hat. Zuerst, nachdem es ja hier keine Verliererinnen gibt, nur eine einzige Gewinnerin und ansonsten ganz, ganz viele, die mitgemacht haben, muss ich jetzt natürlich diejenigen, die hinter den Kulissen sind, die erstmal ausgeschieden sind, unbedingt noch einmal ins Studio holen. Hier sind sie. Oder hier ist er, mein Weiberhaufen, sage ich jetzt einfach mal. Aber
schlussendlich abspielen, wird sich jetzt hier auf dieser Seite. Michael, darf ich dich bitten, zu uns zu kommen? Vorab sei vielleicht gesagt, die Frau, die gewinnt, gewinnt den Titel der Mrs. Arabella, den Titel der Mrs. Germany und eine zweiwöchige Karibik-Kreuzfahrt an die wunderschönsten Plätze dieser Erde, gestiftet vom Pro7-Club. Aber da kann es nur eine Gewinnerin geben. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der Nummer 3. Ja. Wer den dritten Platz belegt hat, kommt da jetzt ein Tusch oder kommt da jetzt kein Tusch? Muss man doch richtig peiern, so ein Event. Mit 22 Punkten ist mit der Startnummer, soll ich sagen? Mit der Startnummer 6, Tanja. Glückwunsch. Eben, also nicht nur Michael darf schmusen, ich möchte hier auch was abkriegen. Mit, Platz 2, so fangen wir an. Mit 25 Punkten, also 3 Punkte mehr, hat mit der Startnummer 1 Silvia. Darf ich mich kurz anschließen? Ja, klar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Zum zweiten Platz. Und auf Platz 26, ich bin so nervös und so durcheinander, wie es gar nicht, wie sehr mich das alles mitnimmt hier. Ja? Deswegen konnte ich ja nie mitmachen als Kandidatin, ich würde dann überhaupt die ganze Sendung schmeißen. Also gut, dass ich nur Moderatorin bin, da kann ich nicht so viele Fehler machen. Auf Platz 1 mit 26 Punkten, also mit einem Punkt Vorsprung. Und jetzt bitte gleich allgemeiner Jubel. Startnummer 5, Sarena. Sandra, der amtierenden Miss Arabella. Sie weiß gar nicht, wo sie das alles halten soll. Sie ist einfach zu vieles Guten im Moment.